Ich stehe gerade bei meiner Werkstatt des Vertrauens auf dem Hof und werde das Auto kurz durchchecken lassen, denn die Klimaanlage geht nicht. An sich macht es nichts, weil Klimaanlagen für den Hals beschissen sind, weil, das merke ich gerade, die Klimaanlage vom Clio, den ich da gestern gefahren habe, ganz übel. Ich habe so Halsschmerzen, tut richtig weh und das Singen wird heute beschissen. Aber ich lasse die Klimaanlage checken, denn draußen sind momentan jetzt schon um elf sind 24,5 Grad und im Auto selbst 139,2 gefühlt und das ist too much. Zur Abwechslung Stau. Fünf Stunden Fahrt, Stau. Bah. Erklärbär live am Start. Komm, Auto erklärbär. Auto erklärbär. Es geht einfach nur darum, die Funktionalität der Lunge, die müsste jedem bekannt sein. Es geht Luft rein und danach Luft wieder raus. Aber Luft nicht mehr in der Form, weil der Sauerstoff wird ja in der Lunge zersetzt, zerlegt, zerfetzt, wird im ganzen Körper verteilt. Das braucht man. Das ist, warum will ich jetzt? Aber man braucht's. Was man wieder rausbläst, ist also weniger, als man rein tut. Ne? Deswegen sollten Bläser ganz viel rauchen, um die Lunge von innen mit Teer voll zu kleistern, sodass alles, was eingeatmet wird, zur instrumentalen Tonerzeugung direkt wieder rausgeblasen werden kann. So sieht's aus. Ihr wisst Bescheid. So sieht's aus. Also deswegen, Rauchen schadet nicht. Zwangsläufig. Eventuell. Könnte sein. Rauchen schadet nicht dem Bläser. Jo, vegetarisches Essen gibt's auch. Also für Sinne und Sänger gesorgt. Das war der Tag 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Während ich das hier filme, bin ich schon im Tag 4 und unterwegs zu meinem nächsten Auftritt. Ihr seht hier was ich bei meinem Umzug gefunden habe, und das Ding würde ich gerne an jemanden, der das haben möchte, raushauen. Ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr dieses Sonnendächlein haben wollt. Ganz kurze Geschichte dazu. Dieses Sonnendächlein habe ich bekommen von meinen Eltern
Und da war ich, Achtung, aufpassen, 6 Jahre alt, an der Nordsee, im Sommerurlaub. Und das ist quasi 32 Jahre her. Oha. Also wer das haben möchte, schreibt es rein. Einen guten Grund vielleicht dazu schreiben, warum er das haben möchte, weil er schon noch nie im Leben ein Sonnendächlein gehabt hat. Das ist auf jeden Fall super exklusiv. Wenn es in der Nähe ist, bringe ich es persönlich vorbei. Wenn nicht, bekommt ihr es natürlich geschickt und ist natürlich versandkostenfrei. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, das Video, hinterlasst einen Kommentar, abonniert meinen Kanal und liked das Video, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns im Tag 4, morgen nachher. Ciao.